So. Ja, das Problem ist einfach, dass ich all meine Truppen gerade bei dem Angriff verloren habe. Aber ich habe etwas, mit dem ich sie jetzt alle vernichten werde. Ich habe meinen Panzer wieder. Und eine Menge Fantasie. Und eine Menge Fantasie. Und einige neue Headbanger. Und eine Menge Handgranaten. Ja, die hätte ich auch gern. So, Steinkreis. Demacia! So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich meinen letzten Merchandise-Stand nicht verliere. Dass zumindest einer übrig bleibt, sozusagen. Eine Notreserve. Richtig. Und dann erstmal wieder alle Stände einnehmen und dann den nächsten Arm vernichten. Und beten, dass das so klappt, wie du hoffst. Ja, auf jeden Fall klappt es von den Headbangern her. Ich brauche aber mehr Fans, weil diese nicht reichen. Überfahren, ich bin ein schlimmster Albtraum, ich bin ein Panzer. So, ein Panzer kommt. So, Schnibblon. So, seit wann kannst du einen ganz viele kleine Gegner. Die sind nicht wirklich das Problem. So, jetzt erstmal wieder die Merchandise-Stände einnehmen. Und einige neue Headbanger. Okay. Super Einnahmemodus. Du bist total eingenommen, Alter. Auf jeden Fall. Mein Panzer hält ja ordentlich was aus. Das ist ja das Schöne dran. So, und damit ist der erste Fangeist hier wieder frei. Okay, der hat Katapult-Dingsies. Was zur? Oh. Den er gerade versucht, meinen Headbanger zu vernichten. Demacia-Schwert! Ja! Oha. Brauch mehr. Komm, mach doch deinen Angriff. Danke. Weißt du, was ich mich frage? Ja. Dein Fuzzi hockt im Panzer drin. Der kann alles reparieren. Er hockt auf dem Panzer. Nicht mal doch besser. Wieso repariert er den Panzer nicht, während er beschossen wird? Ja, das wäre irgendwie nicht schlecht. Ich meine, wir bauen 5 Minuten ein verdammtes Auto zusammen. Okay, so. Der erste Merchandise-Stand ist wieder eingenommen. Der zweite wird gerade belagert. Von mir. So. Und da haben wir auch schon vorbereitet. Sehr schön. Habt ihr schon mal was vorbereitet? Richtig. Sonst würde das hier eine halbe Stunde länger dauern. Und nehmen Sie doch einfach 350 Milliliter Sahne, schlagen Sie auf und hauen 5 Handgranaten rein. Warum? Damit das Blutbad richtig gut spritzen kann. Okay. Ich weiß nicht, ob das zu uns gehört oder ob das gegnerisches ist, aber ich zerschlag's einfach mal. Wenn es in die Luft fliegt, wenn du drauf hast, ist es wahrscheinlich gegnerisch. Ja, es war gegnerisch. Wieso hat's denn noch den Stinkefinger gezeigt beim Abkacken? Ja, es wäre schön gewesen. So. So, das ist erledigt. Die Merchandise-Stände gehören mir und jetzt ein schneller Gegenangriff, bevor er wieder bei mir etwas einnimmt. Boah. Ja! Super, auf Arm zurollen. Super, Demacia-Angriff auf Arm machen. Und super Arme erschlagen. Eins. Sind hier Arm dran, ab. Auf jeden Fall versucht er sich zu wehren dabei. Das ist nicht klug von dir. Ich habe hier einen Panzer stehen. Dieser Panzer wird dich essen. Wenn es sein muss. Ganz genau. Und dieser Panzer ist gerade explodiert. Was Panzer manchmal so machen. So, meine Headbanger greifen weiterhin diesen Arm an. Und er ist down gegangen. Sehr schön. Ich dachte immer, der geht in die Luft. Okay, jetzt brauche ich ganz schnell erstmal einen Teufel. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Und jetzt schnell fahren. Ja! Super mit Teufel. In den Arm reinfahren. Ich dachte da raus. Nein, rein. Wir wollen reinfahren, oben rein, unten wieder raus und ihn damit vernichten. Ich hätte im Bio besser aufpassen sollen. Richtig.
Ja, mit Nitro-Super reinholzen! Und wir sind drin. Boah. Yay. So, damit sind beide Arme zerstört. Und jetzt mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Okay. Es ist umgefallen. Und der Wickeler schreit. Rau! Wissen wir auf die Arme? Ja, natürlich schreit er. Wenn dein Dämonenblut einen Sieg schenkt, wird deine menschliche Schwäche ihn zunichte machen. Komm wieder, wenn dir ein Paar wie das deiner Mutter gewachsen ist. Was so? Wir reden von Hörnern. Oh oh. So, ich habe wieder keinen einzigen Headbanger. Mir werden anscheinend alle Truppen immer genommen, nachdem ich hier ein Stück geschafft habe. Der Kampf scheint aber noch nicht zu Ende zu sein. Weil noch geht's weiter, während ich hier jetzt gerade versuche, irgendwie die Gegner zu vernichten. Bevor sie meine Merchandise-Stände einnehmen. Irgendwas brütet der Kerl aus. Hört ihr mal bitte auf, mich zu rammeln? Was, zu rammeln? Rammeln. Ah. Und da war mein Teufel gerade kaputt. Ich hoffe, das ist eine Vollkaskoversicherung. Meistens halt, ich hoffe es auch. So, ich verliere jetzt gerade wieder meine Merchandise-Stände. Die muss ich jetzt wieder zurückerobern nach und nach. So. Ich brauche noch ein bisschen was, damit ich wieder einen Panzer erschaffen kann. So. Den da muss ich jetzt vernichten. Aber noch baut er keinen neuen Merchandise-Stand auf. Hm. Ah. Ich frage mich eh, was ich gleich dann angreifen muss. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Wahrscheinlich. Was? Ich glaube, da haben wir ein technisches Problem. Ich glaube, ich höre Hohl nicht mehr. Das ist nicht so gut. Hohl? Ja. Ah, ich höre dich wieder. Ich konnte dich gerade nicht Skype hören. Ja, mein Skype bringt mir da keine Lautsprecher erkannt. Kluges Skype. Nee, ich habe keine Lautsprecher erkannt, deswegen musst du jetzt sterben. Nee, du hast kein Mikro, auch wenn du schon die ganze Zeit am Reden bist. Ich bin Skype. Richtig. So, ich frage mich jetzt, was ich vernichten muss. Ich weiß es nämlich nicht, ich bin gerade echt überfragt. Ich schicke einfach gerade mal meine ganzen Headbanger los. Eventuell schaffen die es schon. Hoffen wir es. Die rennen gerade irgendwie außen rum. Ich will ihre Köpfe! Ramme den letzten Kopf für den Teufel, ach so. Dankeschön für den Hinweis, liebes Spiel. Das sollte man vielleicht auch erstmal drauf kommen. Dass das auch ein Kopf ist. So. Super Speed reinbrettern! Das gibt Kopfschmerzen. Eventuell. Auf jeden Fall sind wir jetzt drin. Im Kopf. Und da ist der Wickelus. Und wahrscheinlich ist das jetzt ein 1 gegen 1 Kampf. Ich hab doch immer gewusst, in dem Kopf kann nichts drin sein. Du bist in allem nur halb. Nichts an dir ist vollständig. Gibt es überhaupt ein Wort für eine Kreatur wie dich? Ja, ich bin Rhodey. Ich schaffe den Müll von der Bühne. Gibt es ein Wort für uns? Ja, wir sind Rhodey! Okay. Meine gesamte Art auslöschen. Stirb! Ja. Ah, Gesichtsschmelz oder Teufel sind, glaube ich, in einem ganz engen Raum nicht so von Vorteil. Ich muss erstmal vor dem Gegner wegrennen, weil ich mich erholen muss. Ja, der hat den wollen Gesicht, den kannst du gar nicht wegschmelzen. So, hier möchte ich es mal nicht drauf anlegen.
würde mal sagen, lieber den Donnerschock.